Hallo, heute mache ich ein neues How-to-Build-Tutorial. Ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ihr einen Siamese Mirror Blocks Cube Typ B bauen könnt. Dieser Würfel ist sehr, sehr leicht herzustellen und ist auch sehr, sehr preisgünstig, denn was wir brauchen, sind lediglich zwei Mirror Blocks Cubes. Die kriegt man mittlerweile bei Amazon in Shengshou, oder Shengshu, wie man es nennen möchte, für gerade mal 3-4 Euro. Also sprich, man bezahlt nur 8 Euro. Und man braucht ein bisschen Sekundenkleber. In meinem Fall habe ich hier UO extra alles Kleber, aber es ist komplett egal, was für einen Sekundenkleber ihr nutzt. Hauptsache ein Kleber, der wirklich stark ist und auch gut hält. Um das Ganze jetzt zu machen, müssen wir erstmal die Würfel richtig ausrichten. Wir haben hier eine ganz schmale Seite, eine mittlere Ebene und eine ganz breite Seite. Genauso haben wir hier auch drei verschieden große Ebenen. Eine sehr schmale, eine etwas breitere und eine ganz große. Die schmalste Seite, die wirklich am schmalsten ist, halten wir auf der linken Seite. Und dann halten wir die andere schmale Seite auf die vordere Ebene, sodass vorne und links die schmalen Seiten sind und ganz links ist die wirklich schmalste Ebene. Den Würfel legen wir erstmal so hin. Dann nehmen wir uns den anderen Würfel, legen den genauso hin. Der hat jetzt auch ganz links die schmalste Seite und vorne die auch etwas schmalere Seite. Und was wir jetzt machen ist, wir drehen den Würfel um 180 Grad, und zwar so hier, und werden ihn jetzt hier drauflegen. Wir wollen die gleich miteinander verbinden. Bevor wir das machen, müssen wir zunächst einmal hier unten diese drei Steine, 1, 2, 3, diese drei Steine hier, müssen wir entfernen. Und dafür drehe ich das Ganze um 45 Grad, dann komme ich besser an die Kante ran. Kann dann die Kante hier rausnehmen und habe dann die drei Steine hier, wenn der gerade rausgehen will, entfernt. Die linksuntere Reihe bei dem Würfel, den ich um 180 Grad gedreht hatte. Und bei dem anderen Würfel, der unten drunter liegt, müssen wir die oberen rechten drei Steine, diese hier, entfernen. Einmal um 45 Grad drehen, dann kommt man hier besser ran. Und dann habe ich auch diese entfernt. Die brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir diese zwei Stücken. Wenn ich die jetzt hier so übereinander lege, sehen wir, dass das Ganze ein großer Würfel jetzt ist. Und den müssen wir jetzt nur noch zusammenkleben. Das Simpelste überhaupt. Was ich auch noch machen werde, ist, dass ich diese drei Steine hier zusammenkleben werde. Ich nehme dafür erstmal diese beiden Steine hier raus. Ich nehme jetzt den Sekundenkleber oder den Alleskleber oder was für einen Kleber ihr auch immer gerade habt. Und werde jetzt auf dieser Seite hier etwas Kleber hinzufügen. Genauso auf der anderen Seite. Werde dann wieder die zwei Kanten einsetzen. Werde das jetzt einen Moment trocknen lassen. Aufpassen, dass ihr hier nichts anderes verklebt. Deswegen am besten einfach so ein bisschen weghalten, drehen oder was auch immer. Ansonsten könnt ihr die drei Steine auch entfernen, solange. Denn wenn ich die drei miteinander verklebe, gebe ich den ganzen Würfel mehr Stabilität und die werden sich eh nicht ändern, sondern man kann lediglich diese oberen beiden und diese rechte Ebene drehen, aber die hier in der Mitte nicht mehr. Das ist auch bei dem Würfel so vorgesehen. So, das Ganze wiederhole ich jetzt auch nochmal bei dem anderen hier.
Wichtig dabei ist, wenn ihr diese mittlere Reihe zusammenklebt, dass ihr versucht, das Ganze hier bündig zu halten. Deswegen einfach mit den beiden Fingern hier das Ganze so ein bisschen gerade richten, dass das wirklich eine gute Linie bildet. Denn wenn ihr das Ganze schräg anklebt, dann steht ihr heraus und dann bleibt ihr immer wieder beim Drehen der äußeren Ebenen hängen. Um das vorzubeugen, lediglich hier das Ganze so immer schön zusammendrücken. Dann sollte das eine schöne Linie ergeben. Und ihr habt schon mal die beiden Würfel präpariert. Der nächste einfache Schritt ist, dass wir nun den Würfel mit dem Würfel verbinden werden. Hierzu werden wir diese Reihe hier hinten, die linke Reihe und hier die untere rechte Reihe mit Kleber beschmieren. Es reicht auch, wenn man eine Seite beschmiert. Und wir das Ganze nun hier zusammendrücken. Am besten auch wieder jetzt hier so in der Mitte halten, dass das Ganze eine Linie ergibt und sich gut drehen lässt. Wenn das erstmal ein bisschen an der Position ist und schon ein bisschen klebt, dann könnt ihr das Ganze loslassen. Ansonsten könnt ihr auch ein Gummiband drum machen, dass das die ganze Zeit so lange hält, dass das starr in dieser Position bleibt. Ansonsten kann man es auch gerne machen, dass man einfach Bücher oben drauf legt. Hauptsache, das Ganze hält vernünftig und geht erstmal nicht auseinander. Sobald der Kleber getrocknet ist, kann man den Würfel dann vernünftig benutzen. Ich halte es jetzt erstmal noch so einen Moment. Wenn ihr das Ganze dann so zusammengeklebt habt, ist der Würfel auch schon fertig. Und ihr habt selber einen Siamese Mirror Cubes Typ B gebaut. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial helfen. Falls ihr wissen wollt, wie man diesen Würfel hier löst, dann klickt doch einfach da auf das Thumbnail. Da zeige ich, wie ich den löse. Ansonsten schreibt mir doch einfach hier oder auf meiner Homepage einen netten Kommentar.